Willkommen zu einem neuen Video-Tutorial. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr Nintendo DS-Spiele auf Computer spielen könnt. Dazu braucht ihr erstmal einen Emulator. Download-Link werde ich in der Beschreibung posten. Und ein Spiel, was ich mir bereits heruntergeladen habe. Und ich entpack's mal. Einfach mal auf Desktop. So. Gut, hier, ich habe mir Call of Duty mal runtergeladen. 5 Parts. Ist nicht schlimm. Können wir entpacken. Dauert ein bisschen. Call of Duty ist immer ein bisschen groß. So, jetzt haben wir hier eine .nds-Datei. Die können wir meinetwegen COD5 nennen. Aber dieses NDS.nds muss immer bleiben. Gut. Wenn wir das haben, dann können wir zu unserem Emulator gehen. Und diese Datei öffnen. Hier sehen wir schon die NDS-Datei. Und jetzt, wenn wir hier auf Play drücken, startet das gewünschte Spiel. Gut, da ich gerade aufnehme und alles, wird das ein bisschen laggen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Und nochmal zur Info, das obere Fenster ist nur der Ansichtsfenster und das untere Fenster ist der Touchscreen. Gut. Okay, wir einmal warten. Singleplayer. Muss ich akzeptieren drücken. Gut. Man sieht schon, er nimmt nicht alles an. Da ich gerade aufnehme, dann laggt das ein bisschen. Und da ich auch noch am Laptop bin, ist es alles ein bisschen komisch. Gut, wir versuchen jetzt einfach mal ein Spiel zu starten. Gut Glück, dass es geht. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich Windows 7 habe. Mal sehen. Okay. Muss wahrscheinlich ein bisschen warten. Okay, egal. Und das Spiel wieder zu beenden, drückt man hier einfach auf den Stop-Button. Und dann hat man das. Also so spielt man Nintendo DS-Spiel auf dem Computer. Wenn ich einen besseren Emulator finden werde, werde ich euch Bescheid sagen. Wahrscheinlich auch ein neues Video haben, wie das alles geht, etc. Und wenn man diesen Emulator das erste Mal startet, erstellt sich eine Software-Datei, die öffnet man ein Textdokument und dann stehen hier irgendwelche Sachen. Hier kann man das einstellen. Beim Nintendo DS gibt es ja verschiedene Knöpfe. Zum Beispiel den A-Knopf ist zum Beispiel auf 4 gelegt. Der B-Knopf ist auch auf 4 gelegt. Also muss man alles einstellen. Ich habe hier noch nichts eingestellt, aber linke Schultertaste, rechte Schultertaste und links, rechts und all sowas kann man hier einstellen. Hoffe, ich habe euch damit geholfen und bei weiteren Fragen könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, wo ich versuche, es zu erläutern, das Problem, oder auch gegebenenfalls ein neues Video ab. Abonniert uns, abonniert Razer, abonniert Hard Gameplay und abonniert Bene und natürlich auch Hard Gameplay. Ciao!